Hallo, heute mit deiner Legung für die Liebe, für die Seelenpartnerschaft. Lass uns schauen mit meinen ungarischen Karten. Konzentriere dich. Was sollst du wissen in der Liebe? Was sollst du wissen in der Liebe? Aha. Aha, es geht auch darum, dass du in deine Kraft kommst, dass dein Seelenpartner in der Kraft kommt. Es geht um die Kraft und die Stabilität generell. Und das ist jetzt ein karmischer Zyklus. Also du sollst auch wirklich deine Ziele vielleicht auch so ein bisschen höher setzen als bis jetzt. Ja, es geht hier, in meisten Linien geht es hier um dich. Ja, du sollst über dich selber wachsen. Dann kommt auch die freudige Überraschung auf dich zu. Du sollst auf jeden Fall deine Verlustängste loslassen und in deine Intuition auch kommen. Die Intuition zuzulassen, deine Intuition zu folgen, dein Bauchgefühl. Du sollst in der Vergebung sein. Wir schauen jetzt mal, wir legen die Karten aus, was die Karten für dich sagen möchten. Was möchten die Karten dir auch wirklich sagen? So. Mhm. So, das sind auch viermal die acht Karten. Oh, ich liebe diese ungarischen Karten. Also unglaublich schön sind die. Unglaublich schön sind diese Karten. So toll gemalt, so toll gezeichnet. Ja, also wunderbar. Mhm. So, wunderbar. So, 4 mal die 8, 32. Was ist los? Du bist hier ganz unten. Was ist denn hier los? Natürlich ziehe ich auch noch gleich noch eine Karte aus diesem Sonne, Venus, Mond auf Erden Kartendeck. Natürlich verlinke ich dir auch dieses Kartendeck, also damit du auch siehst, ja, was also auf dich wartet, ja. So, es geht darum, schau mal hier, du bist hier unten. Da ist der Herzensmensch, wow. Also, er schaut hier richtig, schau mal, in der Spiritualität. Und ich sehe hier die Seelenpartnerschaft, die Anziehungskraft. Und ich sehe, also das Ankommen, er weiß, was er will. Durch die Spiritualität, diese Ärger, dass er, also noch, das ist sowas Altes da. Also es geht um die Öffentlichkeit hier. Es geht wirklich um die Öffentlichkeit. Bei dir geht es darum, du schaust hier auf deine Intuition. Du hast noch Verlustängste. Du hast noch Verlustängste. Schau mal, wo du bist, hier ganz unten. Und es geht auch darum, dass du dich darüber erhebst. Komm in deine Kraft, wachse darüber. Hier steht die freudige Überraschung. Unbewusst hast du also noch schon karmische Themen, hast du noch da und das sollst du hier in Stabilität bringen, so nehme ich das wahr, das wird dein Glück sein. Also wenn du karmische Themen hast, das sollst du die wirklich anschauen, du sollst dich damit auseinandersetzen, du sollst die endlich loslassen, denn das steht hier definitiv zwischen euch. So, was ist jetzt gerade bei dir? Bei dir sehe ich hier, dass du auch wirklich daran arbeiten sollst. Also wenn du dich alleine fühlst, wenn du dich einsam fühlst, wenn das Ganze so sich so kränkelnd anfühlt, wenn du so traurig bist. Also diese Themen sollst du wirklich bearbeiten. Und zwar, also dann steht auch der Neuanfang da. Also du kannst einen Neuanfang, indem du an deinen Themen arbeitest, erst also wirklich erfolgreich auch erreichen. Wenn du in deine Kraft bist und nicht in diese Unentschlossenheit und dieses Hin und Her, was du in dir fühlst. Klar und deutlich ein Ziel und da arbeite daran. Was sehe ich bei dem Herzensmensch? Schon mal, der kommt so richtig in seine Kraft. Also er ist schon jetzt hier richtig diplomatisch, schon mal, wo der hier steht. Also der beobachtet das Ganze. So nehme ich das wahr. Ich nehme auch die Kommunikation wahr. Wow, schau mal, er spricht über Gefühle. Er spricht über Gefühle. Er spricht über Gefühle.
Wow, also er ist selbstbewusst, er spricht über seine Gefühle und was sehe ich hier? Und da ist der Wunscherfüllung da. Also die Nähe, die Verbundenheit ist da, der feste Partnerschaft und die Bewusstwerdung ist da. Wow, was soll ich jetzt darüber sagen? Er spricht über seine Gefühle und das ist großartig. Lass uns doch einfach mal hier noch eine Karte auch springen lassen. Also eine für dich in erster Linie und eine für deinen Herzensmenschen. Wow. So, was euch verbindet? Schau mal, was euch verbindet. Ja, euch verbindet diese innere Planeten, verbinden euch, denn es geht um die schöpferische Kräfte und ja, also das kommt jetzt in göttliche Ordnung und da ist, stellt sich auch eine kosmische Harmonie ein. Natürlich, wenn er Bereitschaft hat, schau mal, er ist hier in seine, kommt in seine Kraft und das ist auch karmisch, ja. Und schau mal hier, der arbeitet daran. Ja, das ist ein toller Mann. So, was sehe ich bei dir? Also bei dir sehe ich hier den Erfolg durch die Spiritualität. Also damit du auch lernst ein bisschen, damit du auch wirklich lernst, ein bisschen diplomatischer zu sein, dass du vielleicht nicht aus der Emotion, aus der Bedürftigkeit handelst, ja, sondern dass du die Zusammenhänge auch verstehst. Was sehe ich noch in deiner Schicksalslinie? Ah, die Tränen, die Traurigkeit. Und da sollst du wirklich in der Bewusstwerdung gehen. Wenn da noch Emotionen sind, musst du sie auflösen. Und wenn du da Hilfe brauchst, unterstütze ich dich gerne. Also für dich geht es hier der Tempel der Sonne. Ich bin ewig verbunden mit allen Dimensionen des Seins. Also dein hohes Selbst, sollst du dich mit dem hohen Selbst verbinden. Was sagt er dir? Er hat hier die Aphrodite, Göttin der Liebe, der Nektar der Liebe ist Harmonie, Schönheit, Sinneslust und Genuss. Sie sind Geschenke der Liebe und wollen in ihr gekostet werden. Geschenke der Liebe, wunderbar. Also er spricht über Gefühle, das ist doch großartig. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Ich sage danke und bis bald.